zusammen. Ich bin's wieder, Caro vom Häkelschaf Kreativ. Und heute habe ich kein Bastelvideo für euch, denn ich war shoppen. Ja, wie kann ich das am besten beschreiben? Ich vergleiche es jetzt mit einem Einkauf beim schwedischen Möbelriesen. Man möchte eine Teelichtpackung haben und man kommt mit der ganzen Wohnungseinrichtung wieder. So war es jetzt bei mir. Liegt aber daran, ich habe bisher noch nichts vom aktuellen Katalog gekauft und habe jetzt die Chance bei der Vororder dazu genutzt, aus 3 Katalogen zu bestellen. Zum einen den auslaufenden Mini-Katalog, wo der Ausverkauf aktuell dran ist. Da werde ich euch jetzt gleich Produkte zeigen. Okay, es sind 2 Produktsets, die ich mir bestellt habe, weil die noch fehlten. Wenn sie noch verfügbar sind, werde ich euch unten die Artikelnummern einblenden. Wobei, die blende ich euch so oder so ein. Dann habe ich den aktuellen Jahreskatalog genommen. Habe ihn da auch einmal durchgesprungen. So für den ersten Teil. Und habe dann schon mal hier so eine klitzekleine Auswahl aus dem neuen Mini-Katalog. Herbst, Winter. Holt euch einen Kaffee, holt euch einen Tee, holt euch einen Kakao, lehnt euch zurück, holt euch was zu knabbern, es dauert. Aber ich freue mich so, euch die Sachen zu zeigen. Aber wir fangen an mit dem Allerwichtigsten. Ihr werdet es schon bei anderen Demonstratoren gesehen haben, die neuen Incolor-Farben. Und zwar haben wir da dieses Jahr Orchideenlila, Nachtblau, Karibikblau, also alleine die Farben sind schon geil. Dann haben wir Sommersorbet. Und für alle, die jetzt denken, ach ja, das war's. Ne, jetzt knallt's richtig. Und zwar Papageiengrün. Vielleicht gibt es noch einige von euch, die das Limette von vor ein paar Jahren kennen. Das war vor meiner Zeit von Best Damping Up. Das kommt aber ungefähr da dran, von der Farbe her. Auf jeden Fall mussten diese 5 Stempelkissen jetzt bei mir einziehen, weil ich stehe auf Knallfarben. Ich stehe wirklich auf Knallfarben. Also deswegen tue ich mir auch immer mit den In-Color-Farben so ein bisschen schwer, weil ich erst gucken muss, wie die wirklich wirken. Und die sind echt der Burner. Also, die mussten einziehen. Dann habe ich natürlich passend dazu mir die kompletten Blends dazu gegönnt. Weil, naja, die knallen auch. Und die sind super. Also da haben wir an einmal natürlich hier ein helles und dunkles Papageiengrün. Dann haben wir das hell und dunkel Nachtblau. Wobei, also es schimmert wirklich lila, so ein bisschen hier drauf. Wir werden es demnächst mal verbasteln mit, ich glaube, ich werde mal als Kontrast Marine dagegen setzen, dann sehen wir es besser. Sommersorbet. Ja, Rottöne kann man nicht genug haben. Dann haben wir hier das, Moment, Karibikblau. Ja, finde ich eine richtig tolle Farbe und knallt ein bisschen mehr als Babyblau, was ich richtig cool finde. Ja, und dann haben wir hier noch unser Orchideenlila. Also, die Blends mussten mit einziehen, die Stempelkissen, die Blends. Und es ist ja noch nicht genug, sind jetzt auch die ersten Stamping Right Marker bei mir eingezogen. Die kann man ja entweder als Großpackung kaufen. Da sind dann Signalfarben, Prachtfarben, Pastellfarben und die Neutralfarben drin. Und die In-Color-Farben gibt es ja immer als, ja, als Set. Die kann man dazu kaufen. Ich habe jetzt angefangen, ich werde mir die jetzt erstmal nach Farbfamilie kaufen, weil ich muss meinen Platz hier ein bisschen ausnutzen. Da sind natürlich auch wieder die 5 Farben drin und die Stamping Right Marker haben auf der einen Seite die Pinselspitze und auf der anderen Seite den feinen Stift. Finde ich super, wollte ich immer haben. Jetzt fangen wir halt mit den In-Color Farben an zum Sammeln. Habe ja auch ein bisschen meine Lagerkapazität erhöht. Also, die mussten auch mit einziehen. Wie gesagt, In-Color bin ich noch nicht mit fertig, weil dann gab es natürlich bei den In-Color-Farben auch noch Glitzersteinchen. Und es ist das erste Mal wirklich, dass ich bei den In-Color-Farben denke, wow, mega. Also,
Hier haben wir dann, wie heißen die guten Teile? Runde Akzente in matter Optik in Color Farben 2022, 2024. Sommersorbet, wirklich, also kräftig in pastellig. Papageiengrün, unser Karibikblau, das dürfte dann Nachtblau sein und das ist Orchideenlila. Und ich finde die Teile jetzt schon mega geil. Also, freue mich drauf, das Ding zu verbasteln. Aber, dann kommen wir mal zum Wichtigen. Ich habe mir die ersten drei Farbkartons der Incolor-Farben auch gegönnt. Zum einen wieder Karibikblau. Finde ich, also perfekt, passt wirklich super. Die musste, Karibikblau musste einziehen. Dann musste unser Papageiengrün einziehen. Und das dürfte Orchideenlila sein. Ja, also ich merke schon, es wird dieses Jahr knallig bunt. Das Jahr hat ja noch die Hälfte, ist noch nicht rum. Also von daher, es knallt. So, dann kommen wir zu dem ersten Designerpapier, was ich mir bestellt habe. Und das ist, also ich habe das schon mal ausgepackt und in meine Verpackung, in meine Aufbewahrung reingetan. Wie ich meine Papiere aufbewahre, dazu werde ich euch in nächster Zeit noch ein Video drehen. Und das verlinke ich euch oben rechts in der Ecke unterm i. Also. Das nennt sich DSP Incolor Farben 2022, 2024. Und die bisher genannten fünf Farben sind drin vorhanden. Das ist zum einen, Moment, einmal das Sommersorbet mit Blümchen und Streifen. Dann das Sommersorbet mit Karos und Punkten. Dann haben wir auch einmal das Türkis, also das Karibikblau. Es ist wirklich Türkis in Karos und Punkten. Dann haben wir dasselbe Papier auch einmal mit Blümchen. Und die Rückseite der Blümchen sind die Streifen. Dann kommen wir zu Orchideenlila. Das haben wir dann auch einmal mit den Pünktchen. Und die Rückseite sind die Karos. Und dann haben wir das auch einmal mit den Blümchen und die Rückseite sind die Streifen. Jetzt kommen wir zu meiner jetzt schon persönlichen Lieblingsfarbe. Und zwar ist das das Papageiengrün, auch einmal in Karo. Und Rückseite mit den Punkten. Und dann haben wir einmal die Streifen in Papageiengrün und Papageiengrün auch in Blümchenmuster. Und die letzte Farbe, die mit im Papier drin ist, ist Nachtblau. Nachtblau einmal mit Blümchen. Ich kämpfe gerade. Nachtblau mit Streifen. Nachtblau mit Punkten. Und die Rückseite der Punkte sind die Karos. Das ist das neue Designerpapier der Incolor-Farben. Also mich hauen sie einfach von den Socken, weil ich stehe echt auf Knallpapier. Mit Pastelltönen könnt ihr mich gefühlt jagen. Habe ich auch nicht im Kleiderschrank. So, das ist das eine Papier. Musste mit, weil ich mir diese Tour gedacht habe, wenn ich Incolor-Farben bestelle, dann bestelle ich das komplette. Die kompletten Incolor. So, und dann haben wir noch Glitzerpapier der Incolor-Farben. Und das ist auch wieder ein großes Papier. Moment. Da haben wir einmal Papageiengrün,
Das ist ganz irisierend und leichter Farbverlauf von unten kräftig nach oben ins Pastellige rein. Dann haben wir Orchideenlila, dasselbe. Dann einmal Mitternachtsblau. Dann kommt Türkis und Sommersorbet. Das sind die fünf Farben und wie ihr seht, ist ein großes Designerpapier. Also Glitzerpapier, Rückseite ist weiß, vorne glitzert es und es glitzert echt. Also ich zeige euch das jetzt mal anhand von dem Türkis. Ich glaube, da sieht man es am besten. Also wenn man da so drauf guckt, also ich gucke jetzt quasi so auf das Papier, von oben ein bisschen schräg runter. Es sieht aus wie so ein leichter Nebelschleier, der sich, also sieht aus wie so eine Nebelwolke und es glitzert total toll. Und ich bin echt so eine Glitzerfee und ich weiß, also ich freue mich schon darauf, dieses Papier zu verarbeiten. Ich weiß doch noch nicht so genau was, aber das Jahr ist noch lang und der Katalog ist auch noch lang und ich habe ja 2 Jahre Zeit bei diesen Incolor-Farben, Gott sei Dank. Die gehen ja erst 2024 werden. Also, das muss da auch mit. Dann geht's zu einem Set aus dem aktuell noch laufenden Mini-Katalog. Das ist aber auch im Jahreskatalog verfügbar. Und das ist das Klarsichtstempel-Set Oceanfront. Ich habe es schon montiert, also von dieser dünnen kleinen Trägerfolie ab und habe es mir hier reingeklebt. Wie ich die Klarsichtstempel aufbewahre oder warum ich sie hier reinklebe, verlinke ich euch hier oben links, rechts in der Ecke. Ich habe es heute echt mit links und rechts. Fragt nicht. Gut, dass ich heute kein Auto fahre. Und ja, das musste mit. Ich bin sowieso so sehr maritimer Typ, also was so Karten angeht. Das musste mit. Und dann musste mit aus dem neuen Jahreskatalog das Hoffnung und Segen. Ich hatte in meinem ganzen Fundus an Stempelsets, und das sind einige, wirklich kein Set, das ich so für Kommunion, Taufe, Firmung, Konfirmation verwenden kann. Und da habe ich mir jetzt das Set gegönnt. Gottes Segen. Hoffnung ist der Anker der Seele, mit einem Anker, mit einem tollen Kreuz. Alles Gute zu deiner Taufe. Den Stempel brauche ich jetzt sogar noch relativ zeitnah. Er breite seine Flügel über dich, Psalm 91,4. Finde ich auch gut. Und dann haben wir hier halt noch die obligatorische Friedenstaube und eine Ranke. Es ist ein Gummistempel-Set. Das habe ich auch schon montiert, wie ich meine Gummistempel montiere, oben rechts unterm I. Das musste mit. So, dann komme ich noch zu einem Einzelset und zwar Amazing Silhouettes. Das ist auch im aktuell noch laufenden Mini-Katalog drin, ist auch jetzt im Jahreskatalog drin. Es ist ebenfalls ein Gummistempel-Set. Aber komplett ohne Sprüche. Es sind diese Negativ. Ja, also der Stempel stempelt das Negative. Und ich habe so viele Projekte davon gesehen. Und Babsi unter anderem liebt dieses Set. Ja, und ich habe immer gedacht, ich brauche es nicht. Doch, ich brauche es. Jetzt ist es eingezogen. Also, Amazing Silhouettes. Wer was für Hintergründe braucht und... Super, ich sag's euch. Mir schweben schon einige Projekte im Hinterkopf. Und ich glaube, die Taufkarte, die wir noch brauchen, die arbeite ich damit. So, dann kommen wir zum ersten Produktpaket. Und zwar habe ich mir da den bezaubernden Blauregen gegönnt. Das ist auch wieder ein Klarsichtstempelset. Im Katalog
fand ich den so super, dass ich gesagt habe, ich brauche den. Das ist zwar schon wieder was für meine Botanikabteilung, aber sagen wir mal so, ich bin ein gut gehender Florist. Jetzt habe ich auch noch Blauregen. Und ich fand das Set an sich sehr gut. Glauben heißt Vertrauen, ist ein super toller Spruch, den man halt auch, ja, jetzt in meinem Fall, wo ich jetzt die nächste Zeit ein bisschen wohl mit Kirche zu tun habe, Glauben heißt Vertrauen für die Taufe, Konfirmation, Kommunion, Firmung. Ja, alles Liebe für eure Zukunft, finde ich einen super Stempel, den brauche ich definitiv für Hochzeitskarten demnächst. Bleib wie du bist, denn du bist wundervoll. Das ist doch ein Spruch, den möchte eigentlich gerne jeder mal hören. Ja, in stiller Trauer, das obligatorische Trauerkarte. Ja, den Spruch, da weiß ich noch nicht genau, wie ich ihn einsetzen werde oder ob ich ihn überhaupt einsetzen werde, aber ja. Dann haben wir hier die Stängel, würde ich mal so sagen. Also wie... Auf jeden Fall grün. Das ist der Ast vom Blauregen. Der Blauregen an sich. Dann nochmal Blauregen für Highlights. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es toll ist, wenn man das hier jetzt zum Beispiel in Heideblüte stempelt. Und den hier dann in Orchideenlila oder Amethyst draufsetzt. Hier rein. Werde ich in nächster Zeit ausprobieren. Zeige ich euch dann. Also ist ein Klarsichtstempel. Habe ich schon mir fertig gemacht, wartet quasi auf seinen Einsatz. Der musste mit. Und passend dazu gab es die Stanzformen. Die nennen sich Stanzformen Blauregen. Es sind 8 Formen drin. Und zum einen haben wir dann einmal die obligatorischen, Moment, ja, obligatorischen Stempelabdrücke, die man ausdrucken kann. Also die Umrisse davon. Nee, der nicht. Aber der hier, ups, hier geblieben, den, dann gibt es hier einmal, ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ich glaube hier, ja. Und das ist hier oben, der Stempel. Dann haben wir hier noch drauf einmal den Blauregen an sich. Da können wir einmal die Kontur ausstanzen. Dann haben wir hier 2 Highlights, die man übereinander setzen kann. Dann den Blauregenstamm, der ist ja mal so verschwungen. Und nochmal Blätter. Also, das Set musste auch mit. So. Und das Video zur Aufbewahrung meiner Stanzform habe ich auch schon hochgeladen. Das verlinke ich euch ebenfalls oben rechts unterm i. Das war das Produktpaket Blauregen. Also bezaubernder Blauregen. Und dann kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz großen Set. Und zwar nennt sich das Sonnendruck. Da gibt es einmal das Papier Sonnendruck. Das hat die Farben Granit, Marineblau, Pazifikblau und Nachtblau. Also wirklich meine Farben. Wundert euch nicht, ich habe 2 Packungen davon bestellt. Deswegen sind hier auch ein bisschen mehr Papiere drin. Und guckt da mal, dass ich für euch die Designs einmal rauslege. Da haben wir einmal dieses tolle Blau mit dem Farn drauf. Das ist die eine Seite. Das ist dann die Rückseite in Granit. Dann haben wir die Seite, was ich im Übrigen sehr gut finde, einfach nur als alleine stehend als Hintergrund. Hat so ein bisschen was von einer Bleiche, womit das drauf gemacht worden ist. Dann ist das der Hintergrund davon. Sieht ein bisschen aus wie ein Himmel. Dann haben wir hier diese Splash-Abteilung. Rückseite davon sind die Streifen. Dann haben wir einmal das Design, was ich im Übrigen auch super finde, auch wenn es ziemlich unruhig ist. Davon ist die Rückseite leichte Betonoptik. Dann haben wir noch Punkte.
Die Rückseite der Punkte ist wieder in Granit. Dann haben wir diese Farbe. Das ist nochmal so eine Optik mit... Moment, ich muss mal gucken, dass wir hier so ein bisschen mehr Platz finden. Also ist auch wieder Farn drauf. Und dann haben wir noch die Rückseite davon. Und die Rückseite ist dann wieder ziemlich unruhig in Granit mit ein bisschen Geäst und Gestrüpp. Und das ist der Sonnendruck. Ich finde, es ist ein richtig tolles Set und löst meinen bisherigen Favoriten Ewiges Grün total ab. Also ich finde, das knallt einfach. Also das Papier musste einziehen. Dann, wenn ihr jetzt schon einmal bei diesem Designerpapier waren, gibt es dazu noch, also es ist nicht im Katalog als direkter Partner, aber wir haben im Katalog noch ein fantastisches Designerpapier. Moment. Das habe ich noch nicht umgeräumt. Das packe ich jetzt mit euch zusammen aus. Und zwar nennt sich das Designerpapier bezaubernd bedruckt. Ist auch wieder 30,5 x 30,5. Und da drin sind die Farben Bermuda Blau, Brombeermus, Calypso, Jade, Lodengrün, Amethyst, Blütenrosa, Himbeerrot, Tannengrün, Lindgrün, Celadon und Sommersorbet. Dann schauen wir doch mal, oder? Also. Das ist einmal die Abteilung Grün, Blau würde ich sagen. Was soll ich sagen? Das ist das Design. Die Rückseite ist dieses fantastische Design. Also quasi, Moment. Also in den Farbkombinationen sind die dann immer zu dritt hier drin. Und dann haben wir quasi hier einmal das, was wir auch in dem Sonnendruck drin hatten, wo das mit dieser Bleiche aussieht. Das ist die eine Seite. Ja, und die andere Seite ist halt dieses Muster. Dann haben wir einmal das mit dem Farn und die Rückseite sind diese Splash-Flecken. Und dann haben wir diese Sachen noch und also ich finde es mega toll von der Farbkombination, weil das dürfte die Grünabteilung sein, die gezählt worden ist. Und das ist der Himmel. Also Himmel in Anführungsstrichen. So, dann kommen wir zu der Brombeermus-Fraktion. Und zwar haben wir da auch wieder einmal die Optik. Und die Rückseite ist halt wieder mit diesem tollen Muster. Dann haben wir einmal wieder in Brombeermus das etwas Unruhige. Die Rückseite ist wieder einfarbig. Also die Himmelabteilung. Dann haben wir das und die Rückseite sind diese Splash. Aha, ich habe da schon definitiv Ideen. So, jetzt kommen wir zu der Sommersorbet Calypso Fraktion. Da haben wir auch wieder das. Dann einmal die helle Variante mit dem Farn und die Splash und Farnabteilung. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem vierten Farbdesign. Und zwar haben wir das einmal in Lodengrün. Haben wir das wieder. Und eigentlich habe ich die ganze Zeit gedacht, ich wüsste nicht, was ich mit Lodengrün anfange. Aber ich glaube, ich habe gerade voll die gute Idee. Und der eine oder andere, der mich kennt, weiß auch schon, worin es hinausläuft. Bei solchem Papier, also bei so dunklem Papier, das verarbeite ich generell immer sehr gerne für Trauerkarten. Da braucht man nicht viel. Da steht das Papier meistens von alleine. Also steht dann alleine mal im Raum und das sagt dann eigentlich alles aus. Also, das ist bezaubernd bedruckt. Passt perfekt zu dem Sonnendruckpapier.
Aber die Produktreihe Sonnendruck ist ja noch nicht fertig. Also es war gerade eine kleine Exkursion, die ich mit euch gemacht habe. Dazu gibt es nämlich noch das Produktpaket aus der Natur und mit den Stanzen Natur inspiriert. Also die komplette Produktreihenkollektion heißt Sonnendruck. Da gibt es einmal das Designerpapier, das Stempelset mit der tollen Blume, diesem wunderschönen Blattstempel, ein bisschen Struppzeugs und ein Farn, Splash, so nenne ich sie zumindest immer, diese Tupfen. Wir heiraten für immer und vergessen, ist im Übrigen in Kombination mit dem dunklen Papier aus dem Bezaubernd bedruckt, finde ich, eine sehr schöne Trauerkarte. Ein herzliches Dankeschön und beste Wünsche und viel Glück. Den Spruch habe ich schon verwendet heute Morgen. Ja, ist ein Gummistempelset. Das musste mit. Passend dazu gibt es natürlich auch naturinspiriert die Stanzformen. Und zwar haben wir hier einmal den Kranz. Dann haben wir drei von den kleineren Blättern. Dann den großen Stempelabdruck mit dem Farn. Die Blume als Stempelabdruck, das Gestrüpp als Stempelabdruck und nochmal ein paar Ranken und ein richtig schönes Etikett. Finde ich super. Wird auf jeden Fall viel mitgearbeitet. Moment, falsch rum drin. Wenn ihr euch wundert, warum bei mir hier oben ein Punktesystem ist, dazu gibt es in den nächsten Wochen noch ein neues Video. Das ist meine Archivierung. Das bin ich gerade noch am Schneiden. Dauert ein bisschen länger, bis das fertig ist. Und dann gibt es in dieser Produktreihe noch den 3D-Präge-Folder Farn. Dazu müsst ihr ja bei unserer Stanz- und Prägemaschine die graue Platte benutzen. Weil alleine der Prägefolder ist ein bisschen dicker als so ein normaler. Also wenn ich euch dagegen... Moment, ich habe hier das... Also das ist der Farn und das ist ein normaler Prägefolder. Also es ist ein Unterschied. Der ist doppelt so dick. Der prägt aber auch geiler. So, das ist das Produktpaket Sonnendruck gewesen, beziehungsweise eigentlich die ganze Produktreihenkollektion. So, das war das Normale aus dem aktuellen Jahreskatalog, was ich mir so gegönnt habe. Ja, dann komme ich jetzt zu dem aktuell auslaufenden Mini-Katalog. Da habe ich mir nämlich auch noch zwei Sets gegönnt. Und zwar ist das einfach mal Abtauchen, ein Gummistempel. Ich stehe total auf Maritim. Deswegen musste es mit. Was mich diese Tour auch dazu bewegt hat, dieses Set zu kaufen, ist, es sind endlich mal gescheite Übersetzungen. Hin und wieder tut sich Stamping Up da ja ein bisschen schwer, die englische Variante bzw. die amerikanische Spruchweise ins Deutsche zu übersetzen. Und ja, hin und wieder klappt das nicht so hundertprozentig. Aber hier ist es super gelungen, weil einfach mal abtauchen und genießen ist ein toller, normaler Spruch. Ein Dankeschön aus tiefstem Herzen ebenfalls. Und Glück und mehr, ja, das wünscht man halt jedem. Also jeder wünscht dem anderen mal, dass er ans Meer kommt zum Ausspannen. Also so gehe ich das zumindest an. Das musste mit. Dazu gibt es auch passend die Stanzformen. Die nennen sich Im Meer. Und zwar ist das einmal wieder für die Stempelabdrücke. Das ist die Krake, der Krebs, der Seestern, der nach links guckende Fisch, eine Alge, noch eine Alge. Das ist die eine. Dann haben wir den nach rechts guckenden Fisch. Also wundert euch nicht, also das ist wirklich der Fisch, der da schwimmt. Dann haben wir hier noch die Qualle
ein paar Luftblasen und dieses tolle Szenenbild. Also ich habe gerade schon im Hinterkopf eine Schüttelkarte, die ich damit machen möchte. Und das wird... Ja, ich nehme euch mit bei der Reise. Das musste mit. So, das ist das eine. Und das andere ist quasi Held in Handschuhen. Ich habe, wo die Ausverkaufsliste von dem neuen, also von dem Mini-Katalog kam, habe ich da gesessen und habe gedacht, ups, ja, das Set wollte ich die ganze Zeit haben, weil ich kein Männerset hatte zu dem Zeitpunkt. Also nicht wirklich. Also ich habe bisher den Männern immer Blumen verpasst. Oder einen Anker. Jetzt, du darfst sowas einziehen. Du bist mein Held in Handschuhen. Zum Geburtstag, Papa, zum Vatertag. Ich weiß, dass es ein Stempelset von uns gibt, da steht das auch drin. Also da ist auch der Father's Day übersetzt worden, aber als Papatag. Ja, das war der Grund, warum ich das Set nicht gekauft habe. Dieses hat aber jetzt zum Vatertag und das finde ich wirklich super. Für den Mann, der alles kann. Wir haben eine Leiter, einen Spaten, Handschuhe, eine Gartenschere, eine kleine Schippe und ein Rechen. Wobei, den Rechen kann ich mir auch sehr gut vorstellen als Besen. Kann man bauen. Das habe ich mir gegönnt. Das ist auch ein Gummistempel. Den habe ich schon montiert. Dann gibt es dazu natürlich auch passend noch Stanzformen. Die nennen sich Stanzform Gartenarbeit. Und da drin haben wir zum einen die Leiter, den Rechen, den Spaten, die Schere. Die Schere kann man super zusammensetzen, weil die Schere besteht aus der Grundschere und dann, wo man auch den Stempelabdruck mit ausstanzen kann. Oder man sagt, man baut sich die Schere selber, indem man das quasi in Espresso ausstanzt und das hier in Granit. Dann hat man die Scherenblätter quasi separat. Ja, dann haben wir die Schaufel vom Spaten. Da kann man das auch super machen. Das hier ist im Übrigen die Stanzform für die Handschuhe. Das ist das in die Schaufel an sich, die kleine. Da ist das die Kontur wieder. Und dann haben wir hier den Balken, wo man die ganzen Hand, also das ganze Werkzeug dran aufhängen kann. Fand ich super, musste einziehen. Ich habe da auch schon so ein oder zwei Kandidaten, die dieses Jahr damit noch ihre Geburtstagskarte kriegen. Musste mit, fand ich super. Also, ja, wenn man nicht so viele Männersets hat, muss man sich halt welche holen. Habe ich gemacht. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, was für Männerkarten ihr so bastelt, beziehungsweise was ihr auf die Männerkarten so drauf macht. Also. Das habe ich mir jetzt im Ausverkauf vom aktuellen Mini-Katalog gekauft. Und wenn es noch verfügbar ist, blende ich euch unten noch ein. Ja, und dann wird es jetzt lustig. Ich glaube, wir machen erst mit der Celebration weiter, weil das interessiert euch natürlich am meisten. Am 1. Juli beginnt unsere Celebration. Die Celebration ist vom 1. Juli bis zum 31. August. Zum einen haben wir dort drin eine Prämie, die nennt sich Spezialpapier in Silber und Gold. Ist eine, glaube ich, 60 € Prämie. Das ist einfach weißes, also auf Rückseite ist immer weiß und vorne habt ihr weiß und das ist dann mit Gold foliert. Das sind einmal die Streifen, die gibt es in Gold. Dann habt ihr auch noch Moment, klebt hier gerade so ein bisschen Punkte in Gold foliert. Auch Rückseite ist auch wieder weiß. Und dann habt ihr das Ganze, was ich total cool fand, auch noch mal in Silber mit den Streifen und in Silber mit den Punkten.
Kann man super mit unseren Blending-Pinseln einfärben oder ihr geht auch mit einem Wassertankpinsel darüber. Ist eine 60-Euro-Prämie, finde ich richtig cool, kann man gut verwerten. Damit sehen Hintergründe besonders edel aus und das machen wir auch in nächster Zeit. Damit werden wir arbeiten. Die ist eingezogen. Das ist eine Prämie. Dann haben wir noch dieses Set. Und zwar ein richtig tolles Sprüche-Set. Super gesagt. Es ist ein Klarsichtstempel-Set. Habe ich schon montiert. Und es ist in Schreibschrift, was auch mal was anderes ist. Hab's vermasselt. Also mit Oje, ich hab's vermasselt. Kann man auch eine Karte für eine Entschuldigung machen. Das durfte auch mit einziehen. Dann haben wir, es geht ja nichts darüber, in der Celebration lustige, süße, kleine Tiere zu haben. Wir hatten, ich glaube, wo ich bei Stamping Up angefangen habe, hatten wir die Esel. Ja, das war Grüße auf vier Hufe. Dann haben wir letztes Jahr die Schafe gehabt, die Knuddelgrüße. Und jetzt, haltet euch fest, kommt das. Ich find's mega. Ich liebe Hippos. Mal abtauchen wirkt Wunder. Du bist spitze. Danke, du bist schwer in Ordnung. Hippe Grüße. Und ich finde, dass die Hippos einfach nur total süß aussehen. Da haben wir einmal das Ballerina-Hippo. Das Hippo mit der Blume. Und das dancende Hippo. Es ist ein Gummistempel. Ja, Gummistempel. Das ist auf jeden Fall eine 60-Euro-Prämie, das weiß ich. Und dazu gibt es, ihr werdet es nicht glauben, nochmal eine Prämie. Und das sind die Stanzformen. Da könnt ihr zum einen erstmal das dancende hier, das Hippo ausstanzen, dann die Ballerina, dann das Hippo mit der Blume. Dann habt ihr einen Regenschirm für den Hippo. Und jetzt wird's lustig, weil ihr könnt so ein Hippo auch zum Tauchen bringen. Und zwar haben wir hier oben einmal einen großen Eimer. Dann haben wir hier quasi, könnt ihr das Innenleben damit machen. Dann haben wir Wellen, womit wir das Hippo machen können. Dann haben wir einen Rettungsring, den wir ausstanzen können. Eine Schnorchel, also da ist ein Schnorchel, da ist eine Brille, das obligatorische Hütchen für das feiernde Hippo. Ja, dann haben wir hier noch eine Blume, also Blümchen. Das ist, glaube ich, ein Blatt. Ja, Herzen und noch Wasserdings da. Also ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall sehr vielseitig. So. Das ist auch eine Prämie. Und das. So. Dann kommen wir noch zur letzten von mir bestellten Prämie. Und zwar haben wir da bei der Celebration das Produktpaket Wonderful World, bestehend aus dem Stempelset und dem Papier. Das Papier zeige ich euch jetzt gleich. Vorweg wollte ich euch gerne einmal das Stempelset zeigen. Und zwar haben wir hier einmal nur Blumen. Es ist ein Gummistempelset und wir haben Rosenblätter, wir haben Blätter von der Papageientulpe, wir haben eine Rose und wir haben das Allium. Andere kennen das auch als Zierlauch. Das sind diese schönen, dicken, lilafarbenen Kugeln, die manche im Garten stehen haben. Die werden ganz schön hoch. Ich glaube, so 1,20 Meter oder so ist die Kugel, die wir draußen haben. Die kann man auch schön trocknen, aber das ist der Stempel dazu. Finde ich schön. Und ja, wie gesagt, ist ein Stempelset mit 5 Stempeln. Und passend dazu gibt es noch das tolle Papier. Und das Papier nennt sich Wundervolle Welt. Es ist ein 30x30-Inch Papier. Und ich zeige euch jetzt, welche Muster drin sind. Weil an Farben hat es nämlich einiges zu bieten. Unter anderem Osterglocke, Flamingo-Rot, Wassermelone, Waldmoos, Orchideenlila, Farngrün,
Himbeerrot, Sahara-Sand und Nachtblau. Also, da ist was los im Papier. Ich zeige es euch. Zum einen haben wir hier einmal in Farngrün und Waldmoos die Ranken. Die Rückseite davon ist in Orchideenlila unter anderem gehalten. Da seht ihr auch das Allium. Und diese besagte Papageientulpe, also ich nenne sie so. Dann haben wir noch dieses Design. Die Rückseite dazu ist so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man einfach diese große Blüte ausschneidet und als Element auf die Karte draufsetzt. Werden wir in nächster Zeit machen. Dann haben wir einmal in Osterglocke die Streifen. Die Rückseite dazu gefällt mir richtig gut. Das ist in Waldmoos gehalten mit Wassermelone, Orchideenlila, Flamingorot und Himbeerrot. Das ist, ich sag mal, so eine Blumenwiese. Kann ich mir sehr gut vorstellen bei Hochzeitskarten. Dann haben wir einmal dieses Muster. Also ich finde das sehr schön, dass die eine Seite halt mit Blumen ist, die man super verwenden kann, und die Rückseite halt dann in einem sehr Gradlinienmuster. Dann haben wir einmal so rum quasi nochmal ein Rosenbouquet in zarten Tönen. Dann haben wir einmal das Muster, also Blümchen. Die Rückseite ist halt, ja, ich würde mal sagen, wie so eine kleine Blumentapete. Und dann haben wir, da nehmen wir erstmal die Seite. Das ist nochmal Flamingo-Rot. Und die Rückseite ist dann hier nochmal mit dem Blümchen. Da sind die Blumen einfach ein bisschen kleiner gehalten. Kann ich mir aber auch sehr gut bei Verpackungen vorstellen. Also das ist das Designerpapier Wundervolle Welt, was passend, wie gesagt, zu dem Stempelset Wonderful World ist. Damit werde ich in nächster Zeit auch arbeiten. Ja. Und dann machen wir jetzt weiter. Ich würde mal sagen, jetzt im Juni heizt sich euch da mal richtig ein, weil jetzt kommt meine Winterabteilung, zumindest anteilig. Zum einen habe ich mir aus dem neuen Mini-Katalog erstmal das obligatorische Glitzer bestellt. Da habe ich zum einen die selbstklebenden Pailletten und Schmucksteine bestellt. So. Fragt mich nicht, in welche Reihe die reinkommt. Zur Not blende ich es euch unten wieder ein, weil ich bin gerade einfach nur so mega happy, dass das so geil aussieht. Und guckt sie euch mal an. Die, ja, erstmal kleben die Pailletten selber. Dann sind sie noch in sich so irisierend. Dann haben wir einmal hier die pinke Fraktion, dann diese blau-grüne Fraktion. Und hier oben haben wir noch so richtig coole Steinchen. Die finde ich auch geil. Ja, die mussten mit. Meine Blinky-Abteilung ist ja auch noch nicht groß genug. Dann haben wir Metallaccessoires filigrane Blätter. Ich glaube, die gehören mit in die Herbstreihe rein, wovon ich die nicht großartig bestellen konnte. Da habe ich mir diese filigranen metallischen Blätter gegönnt. Die könnt ihr hier oben schön mit einer Kordel auffädeln und dann an eine Schleife dran setzen. Ja, fand ich super. Musste mit. So, dann habe ich mir die Metallaccessoires flache Glöckchen geholt. Und zwar sind die wirklich flach. Also, wie ihr seht, flach. Die auf einer Karte kann man super gut zu Weihnachten mit dran machen. Die mussten mit. Ja, das war das eine.
Dann habe ich mir ein Designerpapier besorgt und das nennt sich besonderes Designerpapier Schöner Tag. Ich glaube, das ist das aus dem aus der Herbstreihe. Und zwar sollen hier drin die Farben Calypso, Kupfer, Fräsienlila, Blütenrosa, Aquamarin, Saharasand und Lindgrün sein. Also die Kupferfraktion haben wir schon gefunden. Das ist dann hier einmal. Da sind in Weiß sind hier diese Blätter drauf. Rückseite ist in... Das müsste Blütenrosa sein. Oder, nee, Calypso. Calypso. Dann haben wir hier einmal in Lind. Grün. Das ist auch so ein bisschen glänzend. Und ich guck mal, da ist ein Marienkäfer drauf. Finde ich voll cool. Ja, da ist die Rückseite dann mit der Variante. Dann haben wir hier einmal, das kann ich mir gut vorstellen, dass das Sahara-Sand ist, auch metallisch. Da sind auch wieder so weiße Blätter drauf. Die Rückseite ist Sahara-Sand. Dann haben wir hier, das müsste Fräsienlila sein. Ja, das ist Fräsienlila. Finde ich auch cool. Rückseite ist das. Wobei ich muss dazu sagen, mich sprechen jetzt gerade diese folierten Vorderseiten besser mehr an als die Rückseiten. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, ja, das ist cool. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist nochmal, ja, ich glaube, das ist Aquamarin. Wobei ich gucke gerade, nee, ich glaube, das ist Lindgrün und das hier war, also das mit dem Marienkäfer war Aquamarin. Finde ich auch voll cool, weil wenn man das einfach nur in den Hintergrund setzt, da ein Spruch drauf, Bändchen dran, fertig. Finde ich cool. Also haut mich echt von den Socken. Ja, und dann haben wir hier noch das schimmert auf jeden Fall ein bisschen rosa. Ja. Das sind so Kupferfarben. Ist das so in der Art? Finde ich echt cool. Das passt nämlich auch super. Ich muss da mal gucken, ob man hier das Weiße eingefärbt kriegt oder nicht. Da schaue ich mal. Auf jeden Fall, das Papier musste mit. Ich liebe so besondere Designerpapiere. Und die haben immer was. Das war das Designerpapier Schöner Tag. Und zwar, das habe ich vorhin schon umgeräumt. Also ich habe vorhin, wo der Karton kam, schon die ersten Papiere umsortiert, weil hier wäre sonst ein Riesenchaos gewesen. Das ist das DSP Malerische Weihnacht. Vielleicht sagt der eine oder andere, der Name sagt mir was. Ja, stimmt, das Designerpapier hatten wir auch letztes Jahr im Mini-Katalog. Es ist wieder zurückgekommen. Und zwar sind da drin die Farben Calypso, Chili, Savanne, Espresso, Lodengrün, Gartengrün, Farngrün, Glutrot, Lindgrün und Celadon. Sehr grünlastig. Finde ich aber super. Da haben wir dann zum einen diese tolle Blätteroptik. Die Rückseite ist mit den dunklen Tannenästen. Moment. Dann haben wir einmal Rot mit Fischgrätenmuster. Die Rückseite von Rot sind die braunen Tannenzapfen. Dann haben wir einmal ein ganz zartes Lindgrün mit Mistelzweigen. Dann, das ist die Rückseite. Dann haben wir einmal dieses Muster. Nochmal Tannenzapfen. Nochmal grün. Davon die Rückseite.
Dann haben wir diese Bärenmuster, das Bärenmuster, und das ist die Rückseite des Bärenmusters. Also ich finde, es ist ein wirklich sehr schönes, elegantes Designerpapier. Das musst du jetzt auch mit. Und ja. Das Designerpapier musste mit. Zum einen gibt es da einmal das Set Allerbeste Grüße. Und dazu gibt es diese Stanze. Best of Trio. Also Trio-Stanze Best of. Fangen wir mit der erstmal an. Und zwar habt ihr da zum einen einmal das Abschrägen, die abschrägende Kante, dann dieses schöne Etikett, die Seite und einfach nur einen Strich. Dazu gab es dann auch das allerbeste Grüße. Ich bin so ein kleiner Sprüche-Fetischist. Ich finde, man kann nicht genug Sprüche haben, weil man die untereinander super alle kombinieren kann, auch von den alten Sets. Ja. Ich liebe dich über alles. Schön zum Valentinstag. Bin in Gedanken bei dir. Da finde ich den Spruch schön, weil oben die Schreibschrift und darunter dann halt in Druckschrift das bei dir steht. Ein Gutschein für dich. Liebe Wünsche und eine Umarmung aus der Ferne. Mit etwas Glitzer zum Fest wird's wunderbar und funkelnd voller Glück soll auch das neue Jahr. Den Spruch finde ich auch cool für Weihnachten. Wie gesagt, ein schönes zum Geburtstag. Du bist die Allerbeste, vermisse dich jetzt schon und drück dich ganz fest. Der passt alleine schon von der Optik super zu dem bin in Gedanken bei dir. Ein riesiges Dankeschön. Voller Freude und schöne Stunden im Kreise ihrer Lieben. Auch mal was für eine Weihnachtskarte, wo man sich noch am Siezen ist. Kerzen, Kakao und Tannenduft. Weihnachten liegt in der Luft. Den Spruch finde ich voll cool. Also. Das ist ein Gummistempelset. Musste mit einziehen, weil ich total auf Sprüche stehe. Dann, ja, kommen wir zum nächsten Produktpaket. Und zwar, das ist dieses hier. Ich blende euch unten natürlich wieder ein, wie es heißt. Und zum einen haben wir hier, das ist ein Klarsichtstempelset. Und da drin haben wir: Wir wünschen Feiertage voller Funkelzauber und schöner Momente. Finde ich super, weil, ja, wenn ich jetzt eine Weihnachtskarte für uns kreiere, wir sind eine Familie. Ja, wir wünschen also Weihnachten, schöne Feiertage etc. Viel Freude im Advent. Zum Fest liebe Grüße. Ja, und dann finde ich halt voll cool, dass hier halt, ja, wie so gezeichnet die Sachen alle drauf sind. Das musste mit. Und dazu habe ich noch die Stanzform bestellt. Und zwar nennen die sich weihnachtliche Zweige. Die ist mal wieder Kleber unterwegs. Ja. Und da kann man quasi seinen vorhandenen Zweig erstmal ausstanzen. Das ist der hier. Dann hat man hier noch einen kleinen Highlight, eine Highlight-Stanze. Ja, und dann kann man diesen Ast quasi behängen. Einmal mit dem, was man stempeln kann. Die sind auch hier. Das ist der hierfür. Die gehören zusammen und die beiden. Und dann haben wir natürlich noch eine schöne Glocke, eine schöne Kugel und noch eine schöne Kugel und halt auch noch Äste. Und ich fand das so super. Und hier sind diese kleinen Nupsis, die auf diesen Kugeln oben drauf sind, diese Halter. Ich fand das Set einfach mega. Und dieses Jahr werde ich definitiv Astkarten verschicken. Also, festliche Momente und die Stanzform nennen sich weihnachtliche Zweige. Musste mit. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch ein bisschen. Der Karton war etwas schwerer. So, und ich habe
Ja, wie soll ich sagen? So einen kleinen Faible dafür, wenn es Schneeflocken gibt, muss ich Schneeflocken kaufen. Funkelnde Feiertage. Ich fand die Schrift toll. Zum einen, weil wunderbare Weihnachtszeit. Mich hat diese Weihnachtszeit einfach vom Hocker gehauen. Alle guten Wünsche finde ich super. Winterwunder, dass das Winter etwas abgesetzt ist. Funkelnde Feiertage. Okay, hier im Ruhrgebiet wartet man verzweifelt auf Schnee zu Weihnachten. Da, wo ich gebürtig herkomme, hatte man reelle Chancen auf Weihnachten und weiß. Aber hier im Ruhrgebiet, ist das irgendwie so semi-optimal. Alles Gute und ein zauberhaftes neues Jahr. Ja, und dann haben wir hier halt vier Schneeflocken. Die Schneeflocken sind halt ziemlich stilistisch gezeichnet. Das ist ein Gummistempel-Set. Und dazu gibt es die passenden frostigen Flocken als Stanzform. So. Ist auch wieder ein großes Set. Zum einen haben wir hier einmal noch zwei Etiketten. Das finde ich super, weil die so abgeschrägt sind und dass dann trotzdem dieser gestitchte Rahmen vorhanden bleibt. Dann haben wir hier einmal die Schneeflocke. Gehört die schon irgendwo zu? Dann haben wir hier die Schneeflocke. Die stanzt es aber nicht richtig aus. Das heißt, man kann sie quasi so ein bisschen aufstellen. Wer sich noch an die Hortensien erinnern kann, da war das nämlich auch der Fall. Das sind diese drei Varianten. Die stanzen es quasi nicht auch richtig aus, sondern machen nur die Kontur und man kann das dann quasi mit dieser Bürste etwas aufstellen. Und dann haben wir hier sind sie nämlich. Das sind die Stempel. Gucken wir doch mal direkt, welcher Stempel das ist. Das ist der Stempel. Dann haben wir den Stempel. Nee, es ist der hier. Den Stempel. Und dann haben wir noch den Stempel. Und den kleinen haben wir natürlich auch. Und dann haben wir hier jetzt noch diese Eiskristalle. Finde ich super, weil wir haben die auch letztes Jahr und vorletztes Jahr gab es auch Schneeflocken. Und ich finde, diese drei Schneeflocken-Sets untereinander kann man auch super miteinander kombinieren, weil jede Schneeflocke ist ja sowieso generell anders. Wenn man da sich mal so eine Scheibe anguckt, wenn da Schneeflocken dran. Oder sie würden sich Eiskristalle bilden. Da sieht nicht ein Eiskristall aus wie der andere. Also, das Set muss da auch mit. Muss ich gleich schon mal direkt ummontieren, weil ich mag das ja nicht, wenn die auf dem Klebestreifen drauf sind. So. Das ist das Set Funkelnde Feiertage gewesen. Und dann kommen wir noch zu einer Produktreihenkollektion, die ich voll toll fand. Erst habe ich gesagt, ich brauche sie nicht. Und dann sagte meine bessere Hälfte, ach, zeig doch mal. Ich habe es ihm gezeigt und er meinte so, ach, die sind doch ganz süß. Ich rede von den Wichteln. Wir haben jetzt im neuen Mini-Katalog Herbst, Winter wieder Wichtel drin. Aus dem Wichtelwunderland nennt sich das Stempelset. Und die Produktreihe nennt sich Wichtelwunderland. Müsste sein. Und wunderbare Weihnachten und ein gutes neues Jahr von uns allen. Kleine Überraschung für dich und winterliche Wichtelgrüße. Ich glaube, das wird der erste Stempel sein, wo ich das winterlich oben, wo ich mich doch traue, den Stempel kaputt zu schneiden, weil Wichtelgrüße kann ich das ganze Jahr über schicken. Und dann kann ich dieses Set nämlich das ganze Jahr verwenden. Kann ich es auch so, aber diesen Spruch brauche ich nicht abkleben. Setze ich mir dann einfach wieder zusammen, wenn ich es brauche. Ja, da haben wir einmal den Pilz, super zum Kolorieren. Dann haben wir den Wichtel, der die Laterne hält.
Der Wichtel, der so ein bisschen neckisch unter seinem Bart hervorlugt, lugt den Wichtel, der männliche Wichtel und die Wichteline. Es ist ein Gummistempel-Set und dazu gibt es dann natürlich passend die Formen Wichtel. So. Und da haben wir dann einmal natürlich den Pilz, den einen Wichtel, da muss man mal gucken, welcher Wichtel das genau ist. Also die Wichtel hier, die vier kann man alle ausstanzen und dann kann man sich den Wichtel natürlich auch noch selber zusammenbauen. Ein Do-it-yourself-Wichtel quasi. Das ist der Bart mit der Nase, die Mütze dazu und dann gibt es hier die Schuhe. Finde ich super. Also, ich finde es toll. Das Set, also, das gibt es auch nur als Produktpaket, die Wichtel. Ich habe aber die komplette Reihe mir gekauft und dazu gibt es nämlich noch einmal die Plusterfarbe Schneeakzente. Es sind 29,5 Milliliter, die hier drin sind. Und man kann damit quasi den Bart der Wichtel etwas aufplustern lassen. Oder auch so eine Schneeflocke. Ist eine kleine Tülle. Kann man wie einen Stift mit verwenden. Die musste einziehen. Die verwendet ihr quasi mit dem Heißluftföhn. Ihr tragt das auf und trocknet es mit dem Heißluftföhn und dabei entsteht eine Reaktion, was denn diese Farbe einfach so aufploppen lässt. Werde ich euch in einem Video zeigen. Die musste mit. So, in der Wichtelreihe, in diesem Produktpaket, gibt es auch noch ein Band. Und zwar ist das das doppelt bestickte Geschenkband mit 1 Zentimeter Breite und da drauf ist im Babyblau ein Satinband bestickt, auf jeden Fall aufgenäht. Das musste mit. Ist auch das einzige Band, was ich diese Tour bestellt habe, fällt mir gerade so auf. So, dann mussten auch noch die selbstklebenden Funkelschmucksteine natürlich einziehen. Finde ich mega. Also ich finde die Steine an sich, falls ihr das mal so seht, erstmal glitzern die. Dann haben die diesen Facettenschliff und in 2 Größen, in 4 Farben. Das dürfte Babyblau sein. Ich denke, das ist Sommerbeere, Jade und da bin ich mir nicht so sicher. Muss ich mal nachgucken, welche Farbe das ist. Blende ich euch zur Not unten ein. Auf jeden Fall, die mussten auch mit. So, und dann kommen wir jetzt zum Designerpapier. Und das Designerpapier nennt sich nämlich Wichtelwunderland. Dann wird die Produktreihenkollektion auch so heißen. Und da drin sind die Wichtel. Wie gesagt, erst dachte ich mir so, nee, brauche ich nicht. Und dann sagte die bessere Hälfte, doch, bestell mal. So, zum einen sind wir dann hier einmal mit den Wichteln. Was ich voll cool finde, ist halt, dass die Wichtel schön, also auch super zum Ausstanzen sind. Das ist die eine Seite. Die Rückseite davon sieht so aus mit einem schönen Weihnachtsmuster. Dann haben wir das Muster in dem Papier drin. Die Rückseite davon sieht so aus. Oh, Schneeflocken. Das Papier. Mega. Dann haben wir einmal das Set. Also das Design. Dann Pilze. Ich finde die Pilze cool. Ich werde die auf jeden Fall, also ich muss dazu sagen, mich haut die Optik nicht so ganz vom Hocker. Ich bin nicht so der Fan von diesem Gemalten, dann in so klein. Also da werde ich dann eher, glaube ich, die Pilze immer ausstanzen.
Dann haben wir einmal Rentiere. Rehe, Füchse, einen süßen kleinen Hasen. Die Rückseite davon sind die stilistischen Bäume. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen, sonst habe ich mir gleich ein Problem. Dann haben wir einmal das Design mit den Pilzen und den Wichteln. Die Rückseite ist dann wieder mit Schneeflockenmuster. Dann haben wir ein Papier komplett mit Pilzen. Also wie gesagt, ich finde, die Pilze passen auch perfekt in den Herbst. Und die Rückseite davon sind wieder Schneeflocken. Wie ich merke gerade, ich bin positiv, mega positiv überrascht, weil ich habe mir das Designerpapier im Katalog eigentlich gar nicht so genau angeguckt. Ich habe, wie gesagt, meiner besseren Hälfte das gezeigt und er sagte, sieht doch cool aus, bestell. Habe ich gemacht. Ja, also. Ich denke mal, Moment, wo sind meine Pilze? Ja. Die müssen nach oben. Mit den Pilzen im Bild werde ich mich dann jetzt mal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt in etwa erahnen, was in nächster Zeit verbastelt wird. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und sagt dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.